Sag mal, schönes Spider-Pill. Heißt euch so, willkommen zu Let's Go Spider. Ist das auch gut weiter? Da steckt ja nichts in, falsche Kinder. Das ist Hackohl, Alter. Reitenburg, Käsnecker. Ich kenne Stoneis. Was bist du? Antworte mir. Arschloch. Arschloch. Was ist denn hier mit? Kurz mal drunter, komm mal. Au, das tut weh. Au, 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 ich hab einen Mann. Oh, Mensch, wenn ich mir selbst so hier seid. Alles klar. Eine Wurzel in der Luft wächst. Es geht auch nur hier. S-T-A-S-I! Stasi! Und an diesem Punkt begann Spyros Reise wirklich. Als er und ich uns endlich trafen, zum ersten Mal, eine Lache. Doch zwischen den Tränen, es gibt Feind und Schwammer! Und der freie Bruder wird mich an! Von Substadt! DDR, Alter! Erich Honecker! Oder was wir über Stalin reden? Was ist der Maschinengewehr? Wir waren vier Wächter und wir hatten eine Aufgabe, das Ausbrüten aller Eier sicherzustellen. In den Port- und Sicherheitszone, Mensch! Area 51! Sowas von sicher! Aber der Tempel und die Grotte sind eine Geschichte. Ja, wenn man Area 51 nicht verteidigt, ist klasse, oder wie weiter? Welcher Tempel? Kann ich da hin? Kann ich das sehen? Wo ich herkomme? Nein. Komm mit, Mann! Ich möchte ein Spiel spielen.
Augenblick fühlen Sie sich wieder Klaus. Es ist die gleiche Hilflosigkeit, in die Sie andere gestürzt haben. Aber jetzt sind Sie in dieser Lage. Manche würden das Karma nennen, ich aber nenne es Gerechtigkeit. Sie haben jetzt 5 Jahre einer Haftstrafe wegen Mordes abgesessen, die eigentlich lebenslänglich lautete. Aufgrund eines Verfahrensfehlers sind Sie freigekommen, was aber verhindert hat, dass Sie begreifen konnten, was es bedeutet, ein Leben zu nehmen. Heute biete ich Ihnen die wahre Freiheit. In 30 Sekunden wird das Pendel so tief schwingen, dass es Ihren Körper berührt. Ab nuklearen Anschlag. 60 Sekunden, dann ist sie mitten in 2 Schneiden. Dem Pendel zu entgehen, müssen Sie nur diejenigen zerstören, die getötet haben. Ihre Hände. Hören Sie dazu Ihre Hände in die Konstruktion neben Ihnen ein. Drücken Sie dann den Startknopf. Ihre Knochen werden zu Staubsalat werden. Werden Sie diejenigen zerstören, die getötet haben, um Ihr Leben zu retten, Sam. Sie müssen wählen. Die Prophezeiungen sprachen von einem Aber sie sprachen nicht. Hallo, Tara. Entschuldigen Sie, dass ich Sie und Ihren Sohn dieser Behandlung ausgesetzt habe. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht grundlos geschehen ist. Der Mann vor Ihnen hat eben einige Opfer gebracht, um das Leben eines geliebten Menschen zu retten. Doch als er die Chance bekommen hatte, das Leben Ihres Ehemannes zu retten, entschied er sich dagegen. Jetzt erhalten Sie die Wahl, ein Leben zu retten. Gewähren Sie diesem Mann die Chance, weiterzuleben. Oder fällen Sie dasselbe Todesurteil, wie er über Ihren Mann. Meine Fresse, ey. Ach, immer Arsch und Stirn. Pizza! Cinders Soldaten müssen die anderen beiden Statuen weggeschoben haben. Heiden. Welche anderen Statuen? Welche Stirn? Auf der anderen Seite der Tür sind 2 Statuen wie diese. Wenn alle 4 Statuen richtig stehen, dann Leute, wollen wir mal einen kleinen Cut machen? Ich suche erstmal so die kleine Hörer, die von Tieren benutzt wird, und bring sie auf. Tja, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.